Plattsport, der Sportpodcast. Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 54. Folge Plattsport. Mein Name ist Martin Tetzlaff und heute ist der Schwerpunkt endlich mal wieder ein bisschen Eishockey. Meine geheime große Liebe. Und zu diesem Thema habe ich mir jemanden eingeladen, der sich sehr, 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 sehr gut mit diesem Thema auskennt. Aber bevor ich das sage, will ich erstmal sagen, warum ich überhaupt Eishockey liebe. Eishockey ist ein schneller Sport. Er ist im Grunde ein fairer Sport. Ich mag es, dass sich beim Eishockey nach dem Spiel die Spieler gegenseitig, egal wie hitzig die Nummer war, die Hände geben. Das Spiel ist knackig, packend, das ist körperlich, es geht um Geschicklichkeit, es ist traditionsbehaftet, was ich auch beim Sport wirklich sehr schön und wichtig finde. Also es gibt wenig Plastikvereine im Eishockey, aber vielleicht werde ich jetzt auch gleich eines Besseren belehrt. Und der Mann, der aktuell auf mich, nicht omnipräsent scheint, aber sehr, sehr fleißig scheint in diesem Bereich Eishockey und auch übers Eishockey reden, ist ein Mann, der ist Kommentator, er ist Moderator im Podcast, er ist Journalist für Printmedien. Fasse ich jetzt erstmal ganz kurz zusammen. Mit mir hier in der Leitung ist Christoph Fetzer. Hallo Christoph. Servus, hallo. Was sagst du zu meinem Vorwort? Ja, würde ich genauso unterschreiben. Also bis auf das, dass es wenig Plastikvereine gibt. Da würde ich vielleicht nur ein bisschen einschränken, aber ansonsten hast du schon recht. Eishockey ist eine tolle Sportart, weil es halt einfach schnell, hart, ich würde auch sagen größtenteils fair und für mich auch die Mannschaftssportart schlechthin ist. Also noch vor Fußball, also vor dem Heiligtum der heiligen Kuh in Deutschland. Ja, also beim Eishockey ist es ja wirklich so, dass du mittlerweile halt keinen Spieler mehr verstecken kannst. Also kein Spieler darf sich eine Schwäche leisten. Alle, die aufs Eis kommen, sind auch gefragt. Beim Fußball kann man vielleicht tatsächlich, ja, mit leichten Einschränkungen natürlich, aber da kann vielleicht einer mal ein bisschen abfallen und die anderen können ihn hochziehen. Und vielleicht kann auch ein einzelner Spieler dann rausstechen und die Mannschaft mitreißen. Das ist beim Eishockey, finde ich, schwieriger, weil du halt einfach gar nicht so viel Einflussmöglichkeit auf so ein Spiel hast, sondern halt immer nur ein paar Sekunden an der Scheibe bist und ja, weil halt nach einer Minute wieder runter musst zum Eis. Und das Spiel wird ja auch noch schneller. Ich greife jetzt schon mal so ein bisschen vor. Eishockey verändert jetzt auch seine Regeln in den nächsten Jahren. In Deutschland wird jetzt nicht mehr dann auf internationalem, auf den internationalen Eisflächengrößen gespielt, sondern man orientiert sich an der National Hockey League, wo die Eisfläche kleiner ist. Kannst du den Leuten, die jetzt zuhören, die sich vielleicht nicht so sehr für Eishockey interessieren, ein bisschen erklären, was das mit dem Spiel am Ende macht? Ja, es ist halt noch weniger Platz. Also das heißt ja immer, die kleinere Eisfläche, die ist dann halt schmäler. Ne? Also die Länge ist genau gleich, aber es ist das Eis ist nicht so breit, deswegen hast du auch weniger Platz auf dem Eis. Und dann ist es natürlich für die Spieler noch schwieriger, weil sie noch weniger Zeit haben. Das Spiel wird noch intensiver, du hast noch weniger Zeit, Entscheidungen zu treffen. Vielleicht auch härter, weil du schneller bei deinem Gegenspieler bist, um ihn zu checken, unter Druck zu setzen. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, schon eine Herausforderung, sich auch umzustellen auf diese kleinere Eisfläche. Denn das sieht man immer wieder, wenn halt Spieler von Europa aus nach Nordamerika gehen. Das macht schon was aus. Also man muss sich erstmal dran gewöhnen, an diese kleinere Eisfläche. Also das wird jetzt auch in Deutschland, wann wird es losgehen, also flächendeckend? Weiß ich gar nicht, was da jetzt der offizielle Stand ist. Ich weiß bloß, dass die Schwenninger Wild Wings schon ihre Eisfläche umbauen, habe ich jetzt mal gehört. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Entscheidung schon gefallen ist, wann das tatsächlich offiziell ist. Müsste ich nachschauen. Okay, aber es wird eine Zeit dauern, bis die Spieler auch quasi ihre ganzen Bewegungen ändern. Also ich habe irgendwo mal gehört, Spieler, die sozusagen rückwärts laufen, die wissen, okay, nach 5, 6 Schritten kommt die Bande. Unter den normalen Zuständen, jetzt wird sie früher kommen. Also das wird doch einige ganz schön erstmal Überwindung kosten, oder? Genau, du hast halt normalerweise einfach, ja, ist das instinktiv drin, wie viel Platz du noch hast. Ne? Du orientierst dich
unbewusst, glaube ich, wenn du ein Profi-Eishockey-Spieler bist, halt auch an gewissen Linien, ja, an den Bullypunkten zum Beispiel, an der blauen Linie und hast das halt einfach so drin, wie viel Abstand, wie viele Schritte das sind. Und ich weiß zum Beispiel von einem U18-Nationalspieler, einem ehemaligen, der da dann eben bei einer Weltmeisterschaft, bei einem Turnier in Nordamerika war und dann haben die so eine Übung gemacht, wo du halt einfach nach vorne fährst, ja, spielst einen Pass und dann fährst du nach hinten, kriegst nochmal einen Pass und machst dann weiter. Und da sind die ersten 4, 5 sind einfach voll mit dem Hintern gegen die Bande gefahren bei dieser Übung, weil es einfach, ja, weil es für sie halt total ungewohnt ist, dass sie so wenig Platz haben. Ist auch für Torhüter übrigens eine Herausforderung, mit der anderen Eisfläche zu spielen, weil du deine Saves ganz anders gestalten musst, weil du ganz anderes Winkelspiel hast und ja, weil du halt auch andere Orientierungspunkte hast. Also das ist ja ist genau das, also dass sozusagen der Schuss aus nicht mehr aus einer größeren Distanz kommen kann, sondern eigentlich immer von viel kürzer auf das Tor geschossen wird und dadurch natürlich auch die Reaktionsgeschwindigkeit sich komplett normal verbessern muss. Genau. Richtig. Und da, also dadurch, dass eben halt die Entfernung auch, also die das Eis enger ist, ja, ist ein Spieler, der vielleicht sonst ja noch weit draußen ist, gefühlt, ist halt dann auf der anderen Eisfläche schon viel näher dran und hat einen besseren Winkel, um zu schießen. Und darauf, glaube ich, muss man sich als Torwart einfach ja, einstellen. Und für dich als Kommentator, du machst ja sowohl NHL als auch DEL, also sowohl die nordamerikanische Eishockey-Liga als auch die deutsche Eishockey-Liga. Wenn du Spieler aus Deutschland dann siehst, mal ganz abgesehen davon, dass die Spieler eh ein bisschen deutlich schlechter sind im Schnitt in Deutschland im Vergleich zu den Nordamerikanern, wie findest du das ästhetisch, wenn du dann so ein deutsches Eishockeyspiel siehst? Ist es für dich, wirkt es auf dich behäbig oder hast du da gar keine ästhetischen Unterschiede, die du wahrnimmst? Also wie gut das Eishockey ist oder wie viel Spaß es dir macht, das zuzuschauen? Naja, also mir macht Eishockey vor allem immer dann Spaß, wenn es ausgeglichene Spiele gibt, wenn du von Anfang an weißt, beide Mannschaften können gewinnen, wenn es schnell ist, wenn es hart ist, aber nicht unfair. Und es ist halt einfach in Nordamerika, wenn du die NHL schaust, es ist einfach die beste Eishockey-Liga der Welt. Du merkst es auch, du hast einfach, ich glaube, wo sich am meisten diese große Eisfläche ausdrückt oder zeigt, ist, die Spieler hauen mit den Schlägern rum. Es wird da wirklich jederzeit der Gegenspieler unter Druck gesetzt und trotzdem finden die Spieler eben Lösungen. Und du hast, obwohl du weniger Platz hast, dann trotzdem vielleicht dann nochmal noch einen schönen Spielzug, weil halt einfach die Spieler schlittschuhläuferisch, technisch, stocktechnisch besser ausgebildet sind. Aber sonst ist es für mich deswegen schwierig, das zu vergleichen, weil ich halt die DEL-Spiele aus dem Stadion kenne und tatsächlich ein NHL-Playoff-Spiel noch nie im Stadion gesehen habe. Und das wirkt dann immer am Bildschirm total schnell und wild. Aber ja, das ist halt die Frage, wie es dann tatsächlich auch im Stadion ist. Aber intensiver ist es natürlich auf jeden Fall, wenn weniger Platz ist und die Spieler auch noch schneller sind. Glaubst du, wenn junge Spieler jetzt auf der neuen Eisfläche, auf der kleineren Eisfläche anfangen, Eishockey zu lernen und damit groß werden in Deutschland, dass sich damit auch das Niveau des deutschen Eishockeys noch weiter verbessern kann? Also wir sprechen ja inzwischen schon von Olympiasilbermedaillen, die natürlich unter anderen Rahmenbedingungen gewonnen wurde, die Silbermedaille. Aber glaubst du trotzdem, dass das Eishockey dann nochmal einen Schritt nach vorne machen kann? Deswegen? Das kann ich mir schon vorstellen. Ich denke, je weniger Zeit man eben hat, Entscheidungen zu treffen, desto ja, besser muss man lernen, diese Entscheidungen schnell zu treffen. Also da wird sicherlich die Eishockey-Technik gefördert, wenn ich weniger Zeit habe durch die kleinere Eisfläche. Und der andere Vorteil ist natürlich, dass sich ja, gute deutsche junge Spieler dann auch leichter tun, sich anzupassen, ne, wenn sie nach Nordamerika gehen. Also jetzt aktuell haben wir das Beispiel Moritz Seider, wo ja schon spekuliert worden ist, letztes Jahr noch in Mannheim gespielt, ob der vielleicht sogar noch eine weitere Saison in der DEL spielt, damit er eben da auch gegen Männer, gegen Erwachsene spielen kann. Oder ob er dann, ja, wo er in Nordamerika spielt. Und jetzt spielt er halt in der AHL, also im Unterbau der NHL. Und ja, weil die Detroit Red Wings, die ihn gedraftet haben, dass sicherlich die ja wollen, dass er sich eben auch an diese Eisfläche und an die Spielweise dort gewöhnt. Und wenn du in Deutschland diese kleinere Eisfläche schon hast, aktuelles Beispiel Tim Stützle, dann hätte der jetzt eben dann überhaupt keine Umstellung, wenn er nach Nordamerika geht, auf die andere Eisfläche, sondern er kennt das schon und kann da vielleicht dann noch schneller durchstarten. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, warum ich dich eingeladen habe, weil du kannst Sachen tatsächlich sehr, sehr, sehr gut und sehr verständlich erklären.
lass uns schon mal damit anfangen, dass wir jetzt über dich sprechen am Anfang, über dein Werden zum Journalisten, zum Eishockey-Kommentator, zum Fußball-Kommentator, zum Moderator vom Podcast. Also du bist, ich habe mir von dir nochmal sagen lassen, Baujahr 82, also du bist dann jetzt 38. Wie lange machst du das denn jetzt eigentlich schon mit Sport? Also jetzt wirklich hauptberuflich seit 2010, da habe ich mich selbstständig gemacht und ja, wollte da eigentlich auch schon von Anfang an eben in diese Richtung Live-Kommentar vor allem gehen. Als Sportjournalist angefangen habe ich mit 15, 16 Jahren, damals 10. Klasse, als es eine Aufforderung gab von der Lokalzeitung, sich doch zu melden, wenn man sich ja für irgendein Fach interessiert, eben als freier Mitarbeiter für die Lokalzeitung zu arbeiten. Und unser Deutschlehrer hat das eben dann ja vorgestellt und ein Freund von mir und ich, wir haben uns dann gleich gemeldet. Und seitdem, also seit ich 15 oder 16 bin, ich glaube 1998 muss das gewesen sein, schreibe ich für den Miesbacher Merkur. Und das waren so meine ersten Erfahrungen im Sportjournalismus. Aber dann halt relativ flott habe ich halt gemerkt, dass mir auch das Reden viel Spaß macht und dass ich das kann. Habe ihm dann Radio gemacht, auch eine Ausbildung beim Radio gemacht, 2 Jahre im Volontariat, da vor allem in der Sportredaktion gearbeitet und ja, eben seit 2010 selbstständiger, freiberuflicher Sportjournalist mit Schwerpunkt Live-Kommentar, Fußball und Eishockey. Die Standardfrage jetzt bei Plattsport ist jetzt immer, wann hast du gemerkt, dass du das, was du machst, besser machst als andere in deiner Altersgruppe? Also, dass du eben tatsächlich besser noch schreiben kannst, dass du sehr gut sprechen kannst. Wie hast du das bei dir festgestellt? Ich glaube, also das mit dem Schreiben, dass ich gut schreiben kann, das habe ich in der Schule festgestellt, wobei ich weiß, dass es viele Leute gibt, die deutlich besser schreiben können als ich. Also schon damals in Deutsch gab es viele in meiner Klasse, die besser schreiben konnten als ich. Und dann auch jetzt, also wenn ich einen Text schreibe und ich lese einen, es gibt viele Journalisten, da weiß ich sofort, da an dieses Niveau, was halt auch die Sprache anbelangt, komme ich nie hin. Und beim Reden ist es jetzt bei mir so gewesen, ich habe dann tatsächlich so mit Mitte 20, ich habe dann in München beim Studentenradio gearbeitet und habe dann mit Mitte 20 so meine ersten Versuche als Kommentator gemacht. Und ja, alle, die das gehört haben, oder die meisten, fanden das recht gut. Und ich habe dann eben auch ja irgendwann gemerkt, dass ich das, glaube ich, schon ganz gut kann und das eben dann weiter ausgebaut. Und ich habe 2006 damals da auch die Bestätigung dafür bekommen, weil ich einen Kommentatoren, also so einen Nachwuchskommentatorenwettbewerb gewonnen habe, damals noch bei Premiere. Da durfte ich das WM-Finale kommentieren, zwar nicht aus dem Stadion, sondern aus dem Ü-Wagen vor dem Stadion, aus so einem LKW, aber die haben da eher, das war so eine Marketingaktion, da gab es eben, die wollten Premiere-Abos halt vertreiben und dann musste man sich trauen, in so einem Truck eine Szene aus dem Confed Cup aus dem Jahr vorher zu kommentieren und ich habe das gemacht und bin dann ins Finale gekommen, habe mich dann gegen 2 andere da noch durchgesetzt und habe dann eben das als Preis des WM-Finale kommentiert. Habe das dann Günter Koch geschickt damals, habe mich getraut, Günter Koch, den ich schon immer super fand als Radiokommentator, zu schicken und habe dann tatsächlich auch mit ihm telefoniert und er hat mir ein bisschen Feedback gegeben und das hat mich dann auch bestärkt, das weiterzumachen. Also das finde ich jetzt gerade total faszinierend. Also du hast das komplette WM-Finale 2-6 Frankreich gegen Italien in diesem Ü-Wagen dann kommentiert. Live oder im Nachhinein? Nee, live. Es gab sogar noch, es gab irgendeine alternative Tonspur, wo das sogar für die Leute zu hören war. Die war ein bisschen versteckt. Also die Leute, die mich hören wollten, haben es teilweise nicht geschafft. Aber ich hab das Finale live kommentiert, habe den Mitschnitt auch noch zu Hause. Und gab es Leute, die irgendwie aus Versehen auf dieser Tonspur gelandet sind und meinten, ey, der ist ja eigentlich viel besser als der, den wir sonst hören. Ich glaube, das Spiel war damals, Reinhold Beckmann hat es, glaube ich, für die ARD gemacht, wenn ich mich erinnere. Und bei Premiere, Gott, war es wieder Marcel Reif oder so, ne? Das war sicher Marcel Reif, ja. Also es gab, natürlich, Freunde sagen mir gerne mal, dass sie mich besser finden als einen anderen, aber das, weil ich weiß immer nicht, ob das damit zu tun hat, dass sie mich halt auch selber als Person mögen oder nur halt eben meine Art zu kommentieren. Jetzt sind wir schon sehr weit in deinem Werdegang, aber trotzdem, wie gesagt, du hast angefangen in Miesbach zu schreiben, also du kommst aus Bayern, muss man jetzt auch noch Leuten, die mit Geografie nicht so ganz bewandert sind, auch noch sagen, Miesbach liegt im tiefsten Bayern. Als jemand, der dann sozusagen auch kommentiert, musst du ja auch dann auch deinen Dialekt, den du wahrscheinlich irgendwie auch haben wirst, irgendwie abstellen können müssen, oder? Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass ich im Privatleben also wirklich auch tiefstes
bayerisch rede. Kürzlich, Bernd Schwickerath dürfte vielleicht den Leuten, die sich für Eishockey interessieren, auch ein Begriff sein, der Kollege aus Düsseldorf, der mir kürzlich gesagt hat, dass er Konrad Abelshauser, den Verteidiger aus München, wirklich gar nicht versteht, wenn der so spricht, wie er spricht, nämlich bayerisch. Und ich konnte das gar nicht glauben, weil das halt einfach so spricht hier jeder. Ja? Der ist aus der Tölzer Gegend, aus Bad Tölz. Das ist hier, weiß ich, 25, 30 Kilometer weg von mir. Und der spricht für mich ganz normal, aber es gibt anscheinend tatsächlich in Deutschland Leute, die es nicht verstehen. Und bei mir war es tatsächlich dann auch so, dass ich mir das, also zumindest diese Färbung abtrainieren muss durch Sprechtraining. Und ich glaube, mittlerweile habe ich das ganz gut hinbekommen. Also ich finde es immer ganz schön zu hören, wenn man schnell hört, wo jemand herkommt. Ich finde es blöd, wenn das dann störend wird. Aber wenn du halt merkst, okay, der von der Sprachmelodie kommt da jetzt aus dem Westen oder aus dem Norden oder der Berliner ein bisschen, finde ich total angenehm. Wenn es natürlich dann so ist, dass man es kaum mehr versteht, dann ist es natürlich störend. Und es geht natürlich in meinem Beruf auch nicht. Tatsächlich stelle ich mir gerade die Frage, ob ich mir bei dir die Frage gestellt hätte, wo du herkommst. Es fällt mir tatsächlich schwer. Also ich beschäftige mich natürlich jetzt auch durch Podcasts und so und als Musiker. Und ich habe auch viele Kunden in meinem Weinladen, die irgendwo herkommen. Und ich frage dann mal, wo kommt ihr denn her? Kommen sie dort und dort her? Und manche sind erstaunt. Manchmal habe ich eine gute Trefferquote. Aber bei dir wäre es mir wirklich, wirklich schwer gefallen zu sagen, der kommt aus Bayern, klar. Also wirklich, wirklich wahnsinnig gut. Und der Trauzeuge von meiner ersten Ehe, der ist gebürtiger Münchner, groß geworden im Bayerischen Wald und der bemüht sich auch nicht, Hochdeutsch zu reden. Und das war für mich am Anfang wirklich schwer, meinen eigenen Freund zu verstehen, was er da sagt. Inzwischen verstehe ich ihn sehr gut und deswegen kann ich aber auch gut verstehen, was Bernd gesagt hat. Aber die versuchen es jetzt natürlich schon groß, dich jetzt mal um eine Kostprobe deiner Mundart zu bitten. Das ist schwierig, dieses Umschalten, vor allem wenn der Gegenüber nicht bayerisch redet. Also ist bei mir tatsächlich immer so, dass ich dann am Tisch auch teilweise springe, weil ich eben mit meiner Mutter, die zwar in München aufgewachsen ist, aber in München ist es ja tatsächlich so, dass man ja gar kein Bayerisch mehr spricht, mit meiner Mutter eher, also das, was ich früher immer gemeint habe, eher Hochdeutsch gesprochen habe und meinem Vater, der so aus der Landshuter Gegend kommt, der gerade, wo wir hier so aufs Land gezogen sind, dann auch das so ein bisschen sich hat raushängen lassen, dass es auch kann, dann eher Bayerisch und mit meinen Freunden dann wieder Bayerisch und mit meinem Bruder eher Hochdeutsch und dann springe ich auch so am Tisch, wenn zum Beispiel bei Freunden einer von dem Paar halt Bayerisch redet und der andere Hochdeutsch, dann springe ich auch mal so hin und her. Aber jetzt sprichst du ja nicht Bayerisch, deswegen ist es für mich halt schwer. Also, was willst du hören? Einen Satz? Oder? Also es ist tatsächlich dann so, dass sie das ungefähr so, also bei mir hört sie das dann so, wenn ihr mit jemandem redet, so hört sie das und das ist für mich dann ganz normal und ja, mit meinen Freunden rede ich so und das ist, ja, und dann, wenn ich merke, okay, der andere versteht mich nicht, dann schalte ich wieder um und rede wieder so. Ah, sehr geil, sehr geil. Also ich werde jetzt auch gar nicht probieren, auf Fake-Bayerisch umzustellen. Das ist ungefähr genauso sexy, wenn Deutsche anfangen, Österreicher zu imitieren. Deswegen lasse ich das jetzt mal an der Stelle bleiben. Wenn wir irgendwann mal beim Bier zusammensitzen, dann wird es wahrscheinlich passieren. Aber wahrscheinlich denkst du jetzt, bitte niemals Bier mit dem Typen. Egal. Nein, doch gerne. Vielleicht auch Wein. Vielleicht kann ich da was lernen. Wahrscheinlich kann ich da was lernen. Was ich sagen wollte, hast du damals als Teenager dann auch so vor der PlayStation Spiele selber angefangen zu kommentieren? Oder war das, wo kommt dieser Drang, Spiele zu kommentieren auf einmal her? Also das mit der PlayStation habe ich gar nicht gemacht und ich finde es auch irgendwie immer wieder komisch, wenn Leute sagen, jetzt kommentier das mal, wenn irgendwie ein Spiel im Fernsehen läuft und ich setze mich gerade mit einem Bier auf die Couch und dann soll ich da auf einmal anfangen zu kommentieren, weil ich sage dann immer, ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet auf das Spiel, ich kann euch vielleicht gar nicht mehr erzählen, als ihr wisst. Und also PlayStation-Spiele habe ich jetzt nicht kommentiert, aber was ich schon früher als Kind dann gemacht habe, ich habe immer so, ja, dann teilweise Tennis, also ich habe irgendwie Bälle an die Wand geworfen im Kinderzimmer und habe dann irgendwie Punkte immer geschrieben und Agassi gegen Courier und Sampras und was weiß ich und da immer das Ergebnis aufgeschrieben und wenn ich mit meinem Vater Tischtennis gespielt habe, dann, er wusste es gar nicht, aber in meinem Kopf war das dann irgendwie China gegen keine Ahnung, Südkorea und ich habe wieder einen Punkt geholt und dann sind wir wieder haben wir wieder Pause gemacht und dann ging es dann danach bei mir weiter, also so Sachen habe ich mir zusammengesponnen, aber dass ich selber Spiele kommentiert habe, ehrlich gesagt nicht, ne? Also ich habe jetzt mal für mich jetzt nur so ein paar Stationen von dir aufgeschrieben, was du gemacht hast. Du hast Laola TV gemacht, du hast Radio Charivari gemacht, Radio Fantasy, für die Spiele vom FC Augsburg irgendwie kommentiert. Du machst Eishockey The Zone, da machst du die NHL, Magenta Sport machst du die DEL, Printjournalist
Miesbach hatte ich jetzt gehört, aber da, ich habe jetzt noch aufgeschrieben, Münchner Merkur, wahrscheinlich hast du deswegen auch die guten Kontakte zu Günter Klein. Du machst Podcast, Vorcheck, da machst du Eishockey und Fußball, wobei Fußball auch schon länger nicht mehr, ne? Das stimmt, genau, ja. Also die, jetzt momentan ein bisschen auf Eis gelegt, ja. Ja, und die Hockey Buddies und dann jetzt ein neues Projekt, bisschen Hockey. Jetzt erzählst du, du hast als Kind Tennis imitiert. Sport ist für dich wirklich so das zentrale Ding, oder? Also nebst Familie. Ja, auf jeden Fall. Also das war mir schon immer wichtig. Also Sport, Musik und natürlich mein Privatleben sonst noch. Aber Sport und Musik sind tatsächlich meine größten Hobbys auch. Und also ja, ich habe jetzt nie so besonders gut Tennis gespielt, aber ich habe das ausprobiert. Ich habe in der Jugend oder ich habe in meinem Leben 20 Jahre ernsthaft Fußball gespielt, also auch im Verein. Ich habe so hobbymäßig Eishockey gespielt und ich probiere eigentlich alle Sportarten gerne aus und ich schaue viele Sportarten auch wirklich gern. Aber natürlich gibt es jetzt mittlerweile die beiden großen Favorites bei mir, Eishockey und Fußball. Du hast Radio und Fernsehen, wie gesagt, in deiner Agenda stehen. Welchen Reiz üben diese Medien, diese einzelnen Medien für dich oder auf dich aus? Also Radio ist natürlich was wirklich sehr Spezielles. Jetzt gerade im Live-Kommentar ist es, also ich habe das früher total gern gehört. Bei uns hieß die Sendung oder heißt die Sendung immer noch Heute im Stadion, also die Bundesliga-Konferenz der ARD, die ja jeder kennt, der sich für Fußball interessiert, Samstagnachmittag. Ich habe das immer gehört als Kind und Jugendlicher. Ich habe das auch teilweise gehört, als ich parallel dann unsere erste Mannschaft hier aus dem Dorf geschaut habe und habe mich dann halt draußen hingesetzt und habe parallel halt Bundesliga gehört. Und ich fand das schon immer toll, wie da, ja, wie du einfach, obwohl du nichts siehst, das mitbekommst. Und das ist natürlich auch die große Herausforderung, wenn man selber kommentiert, dass man im Endeffekt halt wirklich, ja, genau das, was auf dem Platz passiert, transportiert und ja, den Hörer daran teilnehmen lässt und die Emotionen weitergibt, weiterschenkt und eben gut schildern kann. Und das ist die Herausforderung beim Fußball, beim Radio und beim Fernsehen ist halt, denke ich, die große Herausforderung, gerade das nicht zu tun, also nichts tot zu quatschen, sondern immer genau das Gefühl dafür zu haben, wann muss ich die Bilder wirken lassen oder wann reichen die Bilder aus, um Emotionen zu transportieren und wann muss ich unterstützen oder vielleicht halt mal wirklich eine Sache erklären und eine Zusatzinformation geben. Und Timing ist auch ganz, ganz wichtig bei beiden Medien. Also beim Radio musst du extrem aufpassen, dass du dich nicht irgendwie ja, in irgendwelchen Geschichten verwickelst und dann passiert aber was Wichtiges und man hört es im Hintergrund schon durch die Atmo, dass da was passiert. Jeder weiß ja, wie das sich anhört in einem Fußballstadion, wenn es eine Chance gibt und das, ja, alle springen auf und raunen. Da musst du dann einfach auf Ballhöhe sein und im Fernsehen ist es halt auch wichtig, mit den Worten halt die Bilder auch richtig zu treffen. Also das ist so die Herausforderung und klar, also was ist für mich als Konsument dann schön, im Radio, wie ich gesagt habe, da einfach das ja zu hören und ich höre es im Auto, wenn ich zum Beispiel fahre, immer noch unglaublich gern, wenn ich dann tatsächlich mal am Samstagnachmittag nicht selber arbeite, dann höre ich mir die Radiokonferenz an, entweder bei uns, bei Amazon oder eben immer noch Bayern 1, heute im Stadion und ja, Fußball schauen oder Eishockey schauen ist ja sowas, was einfach toll ist, mit Freunden sich auf die Couch zu setzen, Bier zu trinken und eben dann ein schönes Spiel zu schauen. Gibt es wenig, was das schlägt. Du hast gerade schon Günter Koch genannt, der kommt aus Franken, ne? Wenn ich mich jetzt. Genau, ja. Genau. Ja. Der ist natürlich eine absolute Koryphäre im Fußball, im Radio. Hattest du noch andere Vorbilder außer ihn? Also so im Fernsehen als auch im Radio? Also ich würde tatsächlich sagen, dass dadurch, dass eben der Kommentator im Radio meiner Jugend jetzt war, ist das so, wenn ich jetzt einen Namen nennen müsste, tatsächlich das einzige konkrete Vorbild, also jemand, der mich halt auch ja dazu gebracht hat, das zu tun, was ich jetzt aktuell tue. Und dann ist es so, dass ich mir von vielen Kollegen, die entweder damals kommentiert haben, jetzt immer noch kommentieren oder halt auch Kollegen, die gleich alt sind oder jünger sind als ich, mir auch was abschaue und sage, okay, das macht der und der gut, das nehme ich mir zum Vorbild. Oder halt vielleicht auch mal, okay, so will ich es nicht machen, dann nehme ich mir das nicht zum Vorbild. Und es ist halt einfach auch so, was Fußball anbelangt, ich meine, Marcel Reif hat jedes wichtige Fußballspiel, das ich gesehen habe, kommentiert und logisch ist, dass das auch eine wichtige Person. Auf deiner Website steht, du willst Emotionen und Informationen und wenn man sich so ein paar Sachen von dir anhört, hört man auch, dass du, also es gibt sogar Compilations von dir, wo du ausrastest und
Aber ich glaube, das ist tatsächlich, diese Compilation ist nicht ganz stellvertretend für das, was du so tust. Aber du kannst auf jeden Fall, habe ich so mitbekommen, sehr, sehr positiv aus der Haut fahren. Wie findest du es, gerade wo du Marcel Reif gerade ansprichst, der hat mir mal gesagt, er will keinen anbrüllen. Ja? Er will auch nicht von irgendjemandem angebrüllt werden beim Kommentieren oder beim Zuhören, beim Zuschauen. Und wie findest du das, dass der Zuschauer von dir eben nicht genau dieses Gefühl bekommt? Ich denke halt schon, dass es Situationen gibt im Sport, wo man aus sich rausgehen muss. Also beim Tor zum Beispiel. Das ist halt einfach ein emotionaler Moment und da muss man, denke ich, auch mitgehen. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich das nicht groß steuern kann. Also ich klopfe da nicht zusätzlich drauf und übertreibe und ich nehme mich auch nicht zurück, sondern es ist halt tatsächlich das, was im Moment halt einfach, ja, ich fühle, beziehungsweise was mir irgendwie das Spiel auch vorgibt, was ich eben weitergeben sollte an die Zuschauer oder Zuhörer. Und aber ständig brüllen ist natürlich nicht gut, weil es nervig wird. Und ständig auch auf Anschlag zu sein, ist auch nicht gut. Mir hat mein Kollege, als ich ganz am Anfang beim Radio Feedback bekommen habe, gesagt, dass ich auch öfter mal die Kupplung treten sollte. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Bild, ne? Dass man halt auch, selbst wenn das Spiel jetzt gerade in der wichtigsten Phase ist, einfach sich nochmal zurücknehmen muss vielleicht und ja, halt muss halt vielleicht wieder im dritten Gang mal zurückschalten können, um dann halt wieder irgendwann im fünften zu sein und halt auch wieder die Spannung rausnehmen und wieder neue Spannung aufzubauen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass du halt weder den Zuschauer oder Zuhörer langweilst, indem du halt die ganze Zeit ja nur dahin murmelst, und aber auch andererseits dieses permanente Schreien und immer auf 180 zu sein, ist natürlich auch nicht gut. Aber das ist schwierig, das dann umzusetzen. Also das haben wahrscheinlich die meisten, haben das so im Hinterkopf, aber jeder scheitert da auch mal dran und denkt sich, und im Nachhinein ist es dann vielleicht too much gewesen oder vielleicht auch mal zu wenig. Das ist schon eine Herausforderung an dem Job. Wie viel denkst du, ist an der Stelle Talent und wie viel denkst du, ist Handwerk? Oh, schwierig. Also ich glaube, man muss es schon irgendwie können. Also das komplett, also zu sagen, okay, ich lerne das jetzt, ist, glaube ich, schwierig. Wenn du nicht dazu geboren bist, auch mal emotional zu werden und vielleicht auch in einfachen Worten wiederzugeben, was da jetzt gerade passiert und auch in sehr prägnant zu schildern, was passiert und vielleicht auch mal zu analysieren, dann ist das halt schwierig. Dann, glaube ich, kannst es nicht so leicht lernen. Und aber sonst ist halt viel, Handwerkszeug ist halt viel, sich halt mit dem Spiel auseinanderzusetzen, halt auch zu lesen, Informationen zu sammeln und daran auch Spaß zu haben. Also mir macht extrem viel Spaß, ein Spiel vorzubereiten, weil das ja eigentlich dann, ja, da kannst du dann irgendwie, kommst wahrscheinlich vom Hundertsten ins Tausendste bei manchen Spielern und schaust dir dann irgendwie alte Videos an und so weiter und so fort, um halt sich auf ein Spiel dann vorbereitet zu sein und natürlich ja, regeln zu können und auch mal Taktikanalysen zu lesen und so weiter, diese Informationen zu sammeln. Ja, und dann auch zu wissen, wie man diese Informationen weitergibt an Zuhörer oder Zuschauer. Also da auch schon einen klaren Plan zu haben, wann bringe ich jetzt eine Information? Hau ich die einfach raus, weil ich sie auf dem Zettel habe, oder bringe ich sie, wenn sie passt? Weil bei mir ist tatsächlich so, ich bereite die Spiele halt ein paar Stunden vor und ich sage jetzt mal, 90-95% von dem Zeug, was ich vorbereitet habe, was irgendwie auf dem Zettel steht, das bringe ich dann gar nicht, weil es halt einfach nicht passt und weil ich mir denke, okay, das ist jetzt einfach zu viel Information, lenkt vom Spiel ab, ja, oder es ist halt einfach völlig unnötig jetzt. Aber andererseits, wenn ich die Information nicht gesammelt habe vorher, dann kann ich in dem einen Moment vielleicht mal auf dem falschen Fuß erwischt werden und das ist, denke ich, das sollte man vermeiden durch die Vorbereitung, dass man irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt wird. Aber dann irgendwie alles, was man aufgesogen hat vorher, dann wieder rauszuquetschen, ist, glaube ich, auch keine gute Lösung. Aber das ist ja genau das, was ich auch vom Handwerk oder mit Handwerk meine, ist, dass du dich eben vorbereitest und 95% gar nicht bringen musst, dann ist das Spiel wahrscheinlich schon richtig gut gewesen, dass du eben gar nicht so viel machen musst, das Spiel läuft. Und auf der anderen Seite, du musst eben nicht alles raushauen, weil diese Informationsflut, die du dir dann notiert hast, will keiner hören. Also dann muss das Spiel schon wahnsinnig schlecht sein. Oder ich erinnere mich an diese Anekdote von Marcel Reif, wo aus irgendeinem Grund in London ein Spiel nicht stattgefunden hat und er dann am Abend zuvor herausbekommen hat, warum Arsenal London oder der FC Arsenal die Gunners eigentlich heißt. Und
Und dann konnte er das sozusagen in dem Moment, glückliche Fügung des Schicksals, diese Geschichte erzählen und die Zeit überbrücken. Aber in der Regel, ein gutes Spiel musst du gar nicht so viel machen, oder? Genau, es ist tatsächlich dann, also wenn du diese ganz großen Geschichten, die brauchst du halt, wenn es wirklich dahin plätschert oder halt entschieden ist, ne, wenn es irgendwie 5-0 steht und du weißt, die spielen das jetzt noch eine halbe Stunde runter, aber du musst ja auch irgendwas erzählen, also kannst dann zwar vielleicht einfach auch weniger erzählen, mal still sein, aber ja, du sitzt ja trotzdem da und hast doch dann irgendwann nach ein paar Minuten den Drang, auch mal wieder Informationen von dir zu geben, und dafür brauchst du natürlich dann diese Geschichten, ne? Aber sonst ist es ja tatsächlich. Also bei mir ist es auch so, dass ich mir beim Radio auch immer vornehme, ich bringe diese Geschichten tatsächlich wirklich nur, wenn vielleicht auch mal eine längere Verletzungspause oder sonst was ist, weil sonst passiert ja immer was auf dem Platz. Also ich kann als Radiokommentator 90 Minuten nonstop labern und immer genau das schildern, was auf dem Platz passiert. Und genau das ist das, was ich zumindest als Radiozuhörer auch will. Diese ganzen Geschichten, wenn mir die jemand in 5 bis 10 Sekunden prägnant bringen kann und dann wieder beim Spiel ist, dann finde ich das gut. Aber wenn diese Geschichten vom Spiel ablenken, dann im Endeffekt gibt der Radiokommentator oder die Kommentatorin das wieder, was die ganze Woche oder die Wochen vorher passiert ist, irgendwelche Geschichten, die ich mir aber vielleicht selber schon angelesen habe, die mich in dem Moment aber nicht interessieren, weil ich einfach wissen will, was passiert auf dem Platz. Und beim Radio ist es ganz extrem, beim Fernsehen ist es aber auch so. Ich brauche jetzt da keine großen Geschichten, die mich von diesem Spiel ablenken, denn ich habe nicht angeschaltet, um die Geschichte zu hören. Ich habe auch nicht eingeschaltet, um eine Kommentatorin oder einen Kommentator zu hören, sondern ich habe eingeschaltet, weil ich dieses Spiel sehen will. Und das ist dann immer das Wichtigste. Und also viele sagen immer, das Spiel soll immer im Vordergrund stehen, oder alle sagen das. Ich glaube, dass es halt auch nicht alle schaffen. Also das ist was sich vielleicht die Kommentatoren dann auch vornehmen. Aber oft ist es dann, denke ich mir immer, nee, jetzt steht das Spiel nicht mehr im Vordergrund. Jetzt geht es gerade um was anderes. Und das ist ganz, ganz schwierig, so eine persönliche Note reinzubringen. Natürlich dann auch damit zu glänzen, was man jetzt weiß und was man vorbereitet hat. Aber gleichzeitig immer noch das Spiel ganz vorne zu lassen. Wie sehr ärgern dich eigentlich von Kollegen so handwerkliche Fehler, entweder wenn sie, keine Ahnung, einen Verein total oder eine Stadt total falsch aussprechen, oder wie ich gerade Arsenal London und nicht FC Arsenal sagen, oder dass sie Fakten dauernd im Spiel wiederholen? Also du als jemand, der damit sein Geld verdient und sich akribisch vorbereitet, wie sehr ärgert dich, dass andere diese Fehler machen, oder hast du auf der anderen Seite eher Verständnis dafür, dass in der Hitze der Situation so eine Sachen passieren? Also ich weiß natürlich, wie sowas passieren kann. Und das ist, glaube ich, immer eine Entschuldigung, die ich dann mir gleich auch für die Kollegen dann zurechtlege, die manche andere denken vielleicht gar nicht daran, dass das jetzt auch damit zu tun gehabt haben kann, dass ja gerade ein Redakteur zum Beispiel auf den Kopfhörer gesprochen hat und eine Information gegeben hat und man deswegen abgelenkt war und dann halt vielleicht auch eine Situation nicht gesehen hat oder halt einfach deswegen falsch beurteilt und eine falsche Formulierung hernimmt. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass mich das schon, diese inhaltlichen Fehler stören, wenn jemand Regeln nicht kennt oder ja tatsächlich falsche Informationen gibt, das stört mich. Alles andere, ja, ist immer Stil. Also es gibt halt so, denke ich, tatsächlich bei der Beurteilung auch von Kommentatorinnen und Kommentatoren gibt es die einerseits das Handwerkliche, und das muss einfach passen, und das andere, und das ist wirklich ein großer Bereich, ist der Stil. Ja, ist mir jetzt ja vielleicht zu emotional oder zu wenig emotional, bringt er mir zu viele taktische Analysen oder zu wenig, bringt er mir zu viele Hintergrundgeschichten, Hintergrundinformationen oder zu wenig, oder findet er genau das richtige Maß? Und das ist halt die Kunst, dann wirklich genau das richtige Maß zu finden. Es gibt auch so Sachen wie zum Beispiel Stimme, ja. Also ich habe mich mal mit einem Kollegen unterhalten, und da ging es dann um einen dritten Kollegen, und der meinte, ja, ich gäbe alles, um diese Stimme zu haben. Und ich habe gesagt, das ist genau die Stimme unter den Kommentatoren, die häufig zu hören sind, die mich am meisten aufregt. Einfach nur allein von der Stimmenmelodie. Aber dafür kann natürlich der Kollege nichts, ne, dass er diese Stimme hat. Aber es ist einfach so ein Punkt, ne? Also es gibt vielleicht kennst du das auch. Es gibt so ein paar Stimmen, die kann man irgendwie, die nerven einen irgendwie. Die kann man nicht so richtig hören. Und andere hört man halt gerne. Und das ist einfach was Subjektives. Und das ist beim, glaube ich, wenn man eben Fußball oder Eishockey oder sonst eine Sportart schaut, ist das halt schon auch ein großer Teil. Also einer kennt sich mit Taktik extrem gut aus und der will halt jetzt eine detailliertere Taktikanalyse haben. Aber der Kommentator muss halt immer im Hinterkopf haben, dass es Leute gibt, die zuschauen, die vielleicht wenig bis gar keine Ahnung von Taktik haben. Deswegen muss man halt vielleicht das ein bisschen einfacher formulieren. Also es ist halt schwierig, da wirklich
den Geschmack von allen, die zuschauen, zu treffen. Das schaffst du nie. Die Kunst ist halt, so vielen wie möglich das recht zu machen, beziehungsweise nicht recht zu machen, sondern den Geschmack halt auch zu treffen. Aber ich habe ja gerade gesagt, ne, auf deiner Internetseite steht auch der Punkt Information. Ich weiß, dass du ein großer Statistik-Fan bist. Wie bringst du Leuten, die mit Statistik überhaupt nichts zu tun haben oder hören wollen, trotzdem diese Statistik näher? Wie schaffst du es sozusagen aus dem Nerdwissen das Bissfest zu machen für Leute, die eben nicht sich so sehr mit dem Sport auseinandersetzen? Und auf der anderen Seite, wie schaffst du es sozusagen oder wie verhinderst du es, dass du die Emotionen, die so ein Spiel manchmal braucht, wenn das Spiel nicht so gut läuft, nicht zu künstlich hochzukochen, also dass man den Eindruck bekommt, der kommentiert ein komplett fremdes Spiel. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schaffe, aber ich versuche es eben, also bei den Emotionen ist es tatsächlich so, dass ich mich einfach, also ich sehe mich da schon dann auch als Fan und versuche mir dann vorzustellen, unbewusst denke ich eher, wie würde jetzt der Fan auf die Situation reagieren? Und im Endeffekt ist es total einfach. Das Spiel gibt dir das immer vor. Jeder, der schon mal im Stadion weiß, dass bei manchen Situationen einfach halt der Blutdruck ansteigt und der Puls und bei anderen eben nicht. Und da dieses Level, diese Welle muss ich halt irgendwie mitgehen. Und das geschieht aber eher unbewusst, aber ich als Sportfan weiß ich natürlich, was die Leute jetzt eben dann in dem Moment beschäftigt oder was mich jetzt in dem Moment beschäftigen würde als Fan. Und das versuche ich dann halt irgendwie zu transportieren. Und ja, das Zweite bei den Statistiken, es ist halt, glaube ich, schon schwierig, die Leute, die sich auskennen, nicht zu langweilen und gleichzeitig aber die sich vielleicht nicht so gut auskennen, ja, trotzdem abzuholen. Und das ist eine Kunst, die, ja, das ist auch eine Herausforderung für jedes Spiel, zu sagen, okay, ich habe jetzt diese eine Statistik, ich will die auch bringen, weil die mir wichtig ist und ja, wie schaffe ich das jetzt in Worte zu fassen, dass mich jeder versteht und keiner sich gelangweilt fühlt? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber das ist halt, ich muss immer vor jedem Spiel wissen, ich kommentiere jetzt immer nicht nur für den absoluten Nerd und ich kommentiere jetzt nicht immer nur für jemanden, der zum ersten Mal einschaltet, aber es sind von beiden Gruppen sind Leute dabei und da muss ich da irgendwie die Mitte finden. Das ist das Ziel und manchmal gelingt es und manchmal gelingt es nicht so gut. Wie fandst du, als Matthias Sammer bei Eurosport angefangen hat, wie er mit Jan Henkel an der Wand stand und die Taktik erklärt hat? Also ich hatte das Gefühl, das würde sogar, keine Ahnung, meine Oma verstehen auf einmal. So komplexe Inhalte nahbar erklären. Aber das ist ja genau das Ding, dass sich dann eben auch Leute, die sich extrem intensiv mit Fußball beschäftigen, das auch gut fanden. Also dann hat das in dem Fall halt, oder haben die beiden das geschafft, dass sie eben die Gruppen abholen und dass Leute halt sagen, die wirklich Ahnung von Taktik haben sich oder dieses Spiel halt dann auch so schauen wollen, ne, dass sie sich selber halt Gedanken machen, wie welche taktischen Elemente sind da jetzt drin. Die haben sich abgeholt gefühlt und wahrscheinlich dann deine Oma genauso. Und dann ist es, glaube ich, die Kunst, die man erreichen muss. Bei Jürgen Kloppe damals, als er im ZDF die Analysen gemacht hat, war das ja genauso. Also das ist tatsächlich, und das Ding ist halt, das können halt nicht alle, ja. Also nicht alle haben das taktische Wissen und viele, die das taktische Wissen haben, können es aber dann nicht rüberbringen und umgekehrt. Aber klar, es ist halt für Fußballtrainer ist es dann schon auch eine wichtige Fähigkeit, dieses komplette taktische Wissen, das sie sich angelesen haben und das sie kennen, dann eben auch runterzubrechen und die wichtigsten Dinge rauszuarbeiten und zwar nicht nur für Fernsehzuschauer, sondern eigentlich auch für die eigene Mannschaft. Ne? Also dann aus diesem ganzen Fundus wirklich die Aspekte rauszugreifen, die Mannschaft dann umsetzen muss auf dem Platz. Und wenn ein guter Trainer, und das ist Jürgen Klopp, der kann das, und wenn er dann sogar noch vor der Kamera das kann, oder Matthias Sammer natürlich genauso, dann ist das perfekt. Ja, aber eben, wenn die Kamera sozusagen eben nicht auf die Kommentatoren, Moderatoren oder Experten gerichtet ist, sondern im Spiel. Ich meine, du weißt, mit einem langen Pass, wenn man da mit 5 Verteidiger im Schnitt überspielt, ist eine Mannschaft um 50% erfolgreicher, als wenn sie es nur schafft, 2 Verteidiger mit einem langen Ball zu überspielen. Da kommt man ja schnell vom 100. ins 1000. Und wie schaffst du das sozusagen, trotzdem diese Informationen so zu verpacken, dass die Leute
verstehen, was da im Spiel passiert, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jetzt 5 Rechtecken flach reingegeben werden und das ist für bei der Mannschaft gegen, keine Ahnung, eine Mannschaft mit kleinen Innenverteidigern deswegen so erfolgreich, da kommt man schnell durcheinander und da habe ich manchmal den Eindruck, dass einige Kommentatoren so ein bisschen mehr für sich sprechen und nicht für die anderen. Also wie machst du das? Man muss sich erstmal natürlich immer ein System zurechtlegen und es ist, also wir kriegen ja auch jetzt mittlerweile sogar im Eishockey, im Fußball, das dürfte auch bekannt sein, dass man so Vorbereitungsmappen und Vorbereitungsmaterial ja bekommt und da steht dann einfach ein Haufen Zeug drin, das man nicht verwenden sollte bei einem Fußball-Live-Kommentar. Also jetzt auf, oder beim Eishockey-Live-Kommentar jetzt auch immer diese Expected Goals zum Beispiel. Ja, vielleicht Expected Goals vielleicht schon mal, aber gerade diese geschichtlichen Sachen, ja, oder also was ich, Borussia Mönchengladbach hat seit 25 Jahren nicht mehr an einem Samstagabend beim 1. FC Köln gewonnen und dann findet das Spiel aber an einem Samstagabend beim 1. FC Köln statt und diese Statistik ist völlig, völlig uninteressant und völlig unerheblich für das Spiel. Also wichtig ist, glaube ich, erstmal diese Informationen zu filtern und dann überhaupt zu sehen, was ist wichtig, was ziehe ich raus und was bringe ich dann. Und dann ist es tatsächlich einfach so, dass man einfach immer wissen muss, ich habe einfach 5, 10, 15 Sekunden, manchmal nur 3 Sekunden Zeit, bis es wieder gefährlich wird und diese Information halt unterzubringen. Und das ist eine Timing-Sache und das ist einerseits Übung natürlich, es ist sicherlich auch Talent, aber man muss sich das Ganze auch erstmal vorher vor Augen führen, dass keine Geschichte so lang sein darf, dass in der Zeit da was richtig Gefährliches auf dem Platz passieren kann. Und das ist, wissen wir beide, wie schnell es im Fußball und im Eishockey geht, dass es richtig brenzlig wird. Ja, das sind ein paar Sekunden, wo aus einer beruhigten Situation halt ein Tor entstehen kann. Und das musst du halt immer im Hinterkopf haben. Und manchmal, ich höre mir immer zum Beispiel jetzt beim Fußball-Live-Kommentaren, es ist ja bei uns bei Amazon so, dass dann immer die Highlights dann danach nochmal sofort zusammengeschnitten werden und kommen, die höre ich mir immer komplett an und da sind ja alle wichtigen Szenen dann drin und ich ärgere mich natürlich immer grün und blau, wenn ich halt so eine wichtige Situation, wenn ich dann nicht wirklich am Ball war und nicht am Spielgeschehen und genauso beim Eishockey, wenn ich da gerade noch irgendwie die fahren schon über die blaue Linie mit 2-1 oder 3-1 und ich bin gerade noch in der Geschichte drin und bringe die gerade nicht fertig oder in der Information, das ist halt einfach ein Fehler dann. Also für mich ist das ein Fehler und dann weiß ich halt wieder, okay, ich muss beim nächsten Mal wirklich mir die Situation richtig raussuchen, wann die Geschichte kommen kann oder die Information, nämlich dann beim Eishockey, wenn das Spiel unterbrochen ist. Finde ich auch immer sehr komisch, wenn irgendwie die ganze Zeit, da wird kommentiert, dann ist das Spiel unterbrochen und dann ist mal die Zeit für so eine Geschichte und dann ist auf einmal Ruhe. Also da ist ja dann genau die Möglichkeit, mal so eine Hintergrundgeschichte zu bringen oder halt einfach vielleicht eine kurze Analyse und dann fällt die Scheibe wieder und dann wird halt wieder gespielt und dann kommentierst du einfach nur das, was passiert. Und beim Fußball genauso. Sobald der Ball 25 Meter, 30 Meter vom Tor ist, musst du das kommentieren, was da passiert. Musst du da am Ball sein, weil es kann sein, dass in 3 Sekunden der Ball drin ist und dann musst du da drauf sein und darfst nicht überrascht werden von dem Tor. Ich weiß das und ich führe es mir vor jedem Live-Kommentar vor Augen und oft schaffe ich das umzusetzen und manchmal schaffe ich es nicht und wenn ich es nicht schaffe, dann weiß ich auch das nächste Mal, okay, da habe ich den Fehler gemacht, den will ich beim nächsten Mal verhindern. Du hast gerade so ein bisschen auch schon vom Eishockey gesprochen. Mir persönlich ist es manchmal ein bisschen, wenn ich Eishockey spiele bei Magenta Sport oder wo auch immer mir anschaue, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Kommentatoren zu sehr davon ausgehen, dass die Leute, die jetzt einschalten, genau wissen, was sie da sagen. Also, keine Ahnung, wenn irgendwo den Begriff, ich glaube, ich habe dir das letzte Mal bis zur Hockey mal zugeschickt, Transition. Was ist denn überhaupt Transition? Ja, und dann hörst du in so einem Spiel, ja, Baba, Transition. Ich so, hä? Wovon reden die denn jetzt hier eigentlich? Oder wo mir die Fachtermina manchmal nicht ganz geläufig sind. Ich sage ganz offen, ich verstehe von Eishockey einiges, aber bei weitem auch nicht alles. Trotzdem liebe ich diesen Sport und ich möchte irgendwie was verstehen. Und auf der anderen Seite gibt es das Beispiel Super Bowl und du bist auf der Tonspur, auf der deutschen Tonspur und permanent erklären die einen, was der Quarterback ist. So für die ganz Dummen, die das erste Mal Super Bowl schauen. Und wie schaffst du es für dich, auch da die Mischung zu finden aus einfacher Sprache, aus immer wieder erklären müssen, was da passiert und nicht zu sehr in das Nerdige abzudriften?
Ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, wie Mainstream halt die Sportart ist. Also bei Fußball Abseits zum Beispiel zu erklären, warum das jetzt Abseits war oder nicht, in einem ganz normalen Fall von Abseits, ja, ist, glaube ich, Quatsch. Im Eishockey kannst du vielleicht dann schon mal mit einem Nebensatz erwähnen, warum das jetzt Abseits war oder nicht Abseits war. Und genauso sehe ich das zum Beispiel fürs Football, fürs American Football, dass du da vielleicht dann mal eine Erklärung mehr gibst. Es ist halt schwierig. Also die Kunst ist auch da wieder eben, das mit einfließen zu lassen, die Zusatzinformation, ohne die Information schon kennen, zu langweilen. Ich, zum Beispiel bei deinem Beispiel Transition ist es doch einfach zu sagen, dass die Transition, also das Umschalten von hinten nach vorne, von Defensive in Offensive, das passt in dem Fall nicht. Da hast du mit einem Nebensatz da drin, okay, das Umschalten, Transition Game, ja, oder je nachdem, wie du es halt erklärst, aber du hast mit einem in 3 Sekunden halt schnell vielleicht den Begriff nicht komplett erklärt, aber zumindest nochmal zusätzlich erläutert. Und dann hat derjenige, der sich denkt, naja, Transition, bitte was? Der hat diese Zusatzinformation bekommen und fühlt sich wahrscheinlich dann abgeholt. Und derjenige, der weiß, was Transition ist, der denkt sich, okay, ja, jetzt hat er es halt nochmal erklärt, aber er hat mich jetzt nicht groß gelangweilt damit. Wenn ich jetzt groß und breit 20 Sekunden erkläre, ja, beim Eishockey geht es darum, dass du halt schnell von hinten nach vorne kommst und es ist immer, ja, es ist immer 5 Mann beteiligt und je schneller diese 5 Mann von hinten nach vorne kommen und je schneller sie den Raum überbrücken, desto besser, dann bist du da schon wieder in einer komplizierten Erklärung drin, hast es vielleicht auch wieder zu umständlich formuliert und ja, in dem Moment ist vielleicht bei dem guten Transition-Game schon wieder ein Tor gefallen. Also verstehst du, ja, wie ich meine? Das ist klar kann ich nicht mit, also jetzt gibt es auch so Statistiken, der großartige Le Affond, der ja jetzt in der Eishockey-Blase genau die Wertschätzung momentan erfährt, die er auch verdient, gibt ja diese etwas ja, detaillierten Statistiken momentan preis und man kann sich die auch anschauen. Also ich kann natürlich jetzt auch selbst einen, der viel Eishockey schaut, kann ich jetzt kein Goal Saved Above Average oder so um die Nase hauen, um die Ohren hauen. Ich kann das vielleicht einmal bringen im Spiel, aber dann muss ich auch wissen, das muss ich kurz erklären, was das war, ja, also was das ausmacht und warum das jetzt besonders gut ist, dieser Wert, den ein Torwart hat. Und genauso ist es beim Fußball bei Expected Goals, ja, also das kann ich, finde ich, obwohl der Begriff jetzt mittlerweile etabliert ist, kann ich das auch nicht einfach so mal schnell raushauen, sondern das muss ich dann mal kurz mal schon erklären, was damit gemeint ist. Und dann ist immer noch die Frage, für wen kommentiere ich? Kommentiere ich jetzt bei Sky, wo ich Pay-TV habe und kommentiere da jetzt gerade Paderborn gegen Mönchengladbach, wo ich weiß, okay, da sind vor allem Fans dieser beiden Mannschaften da, oder kommentiere ich ein WM-Finale in der ARD, wo ich weiß, da sind halt auch Leute dabei, die schauen vielleicht sogar jetzt zum ersten Mal Fußball. Also das muss ich auch immer im Hinterkopf haben. Kommentiere ich jetzt auf einer wirklich so einer Special Interest Plattform oder kommentiere ich jetzt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Was ist mein Publikum? Also es spielen so viele Faktoren damit rein. Ich finde, das ist so lebendig, wie wir beide jetzt über Eishockey, Fußball und über das Kommentieren reden. Und da passt es jetzt sehr gut, dass ich jetzt mal sehr hart auf die Bremse trete, weil genau das hat auch Corona mit uns angemacht. Tatsächlich steht jetzt erstmal alles still. Das, was du beschreibst, diese wunderschönen, lebendigen Situationen. Also wie du es erzählst, ich kann mir richtig vor dem inneren Auge Spielläufe vorstellen. Das ist echt schön. Und jetzt gerade steht alles still. Und das hat natürlich auch einen sofortigen Einfluss auf deine Arbeit. Wie hat dich das jetzt erwischt? Oder wie sieht jetzt deine Arbeit aus? Was kannst du machen? Und wie viel musst du warten? Ja, also wie muss man sich das aktuell bei dir vorstellen? Ja, das ist tatsächlich ja mittlerweile so, dass ich meine Jobs vor allem bei Live-Kommentar, also als Live-Kommentator von Fußball und Eishockey spielen habe. Und da war jetzt halt in den letzten, mittlerweile kann man sagen, 2 Monate gar nichts. Und deswegen habe ich da in diesem Bereich auch keinen Job gehabt. Klar, ich schreibe ein bisschen, mal ein paar andere Sachen. Aber jetzt so die großen Einnahmequellen, die waren jetzt nicht da in den vergangenen 2 Monaten. Du bist auch Freiberufler, ne? Genau, ja, aber also bei mir ist es einfach auch so, ich weiß das, dass es wellenartig ist. Es war immer so, es gibt echt, hat richtig gute Zeiten gegeben und dann gibt es halt auch mal wieder Dellen. Und ich habe ja auch eigentlich in so einem Kalenderjahr, habe ich ja sowieso im Juni und Juli ist gar kein Eishockey und oder fast kein Eishockey, wenn die Stanley Cup Playoffs noch wegnimmt und fast kein Fußball, also jetzt keine Bundesliga, ne? Da ist dann einfach ein bisschen Pause und dieses Loch habe ich sowieso im Jahr drin. Dieses Jahr ist dieses Loch, ja, momentan
kann man sagen, etwas verschoben. Es ist natürlich auch größer und ja, das Jahr ist auf keinen Fall so gut, wie die Jahre zuvor waren. Aber das ist halt auch so ein bisschen das Risiko, das man als Selbstständiger dann hat. Dafür hat man viele Freiheiten, kann teilweise gibt es Wochen und Monate, wo die Jobs nur so reinpurzeln und man viel arbeiten kann. Und ja, man ist halt einfach auch, ja, man ist unabhängig und kann tatsächlich auch mal sagen, okay, die Woche arbeite ich nicht und fahre in Urlaub oder ich mache das Wochenende mal frei, weil da ist eine Familienfeier oder ein Freund feiert Geburtstag und da will ich unbedingt dabei sein, da nehme ich mir einfach mal frei. Und das kann ja ein Angestellter gar nicht machen. Und ich finde es auch deswegen, ich bin schon wieder jetzt beim Positiven, aber das ist einfach auch so, ich bin schon, eigentlich alle sind mal sehr positiv an. Ich habe jetzt auch keinen, der mir wirklich genau sagt, was ich zu tun habe. Ja, also ich habe natürlich Vorgesetzte, von denen ich weiß, was sie von mir erwarten, aber grundsätzlich bin ich in meinem Handeln und wie ich kommentiere und wie ich meinen Job mache, frei. Und das ist halt wirklich ein sehr gutes Gefühl. Also ich könnte nie einen Job machen, wo mir einer genau sagt, okay, das und das musst du machen und nee, du musst jetzt noch da bleiben und Überstunden machen und darfst du nicht nach Hause und nee, jetzt doch nicht am Samstag frei, sondern arbeiten. Das ist könnte ich nicht. Und das sind alles Vorteile vom Selbstständigsein und der Nachteil ist halt, ja, dass hier von einem Tag auf den anderen völlig unerwartet ja, alle Aufträge wegbrechen können, wie es halt aktuell also, mit Corona ist. Das wird wahrscheinlich auch noch anderen deiner Kollegen genauso gehen. Und da sind natürlich auch die schon im Vorteil, die vielleicht in einer Beziehung leben, wo vielleicht noch ein zweites Gehalt reinkommen kann. Also das, wenn ich jetzt alleine wäre und ich wäre wirklich auf das Geld sozusagen durch Kommentieren angewiesen, würde mich schon in eine gewisse Verzweiflung bringen. Hast du so Stimmen gehört aus deiner Branche, von deinen Kollegen, wo es wirklich dann auch tatsächlich wirklich problematisch wird? Also wo Leute sagen, ey, wenn jetzt in 2 Wochen, in 2 Monaten muss wieder irgendwie ein Sportereignis stattfinden, damit das bei mir überhaupt, damit die Existenz weiterlaufen kann? Nee, so noch nicht. Also bei den Kollegen, die ich kenne, wobei es jetzt auch so ist, dass ich die letzten 2 Monate auch mit wenig Kollegen ausführlicher gesprochen habe, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt ich versuche dann halt immer das Gute zu sehen, mehr Zeit für andere Dinge jetzt momentan und vielleicht auch beruflich gesehen mal sich halt um ja, geschichtliche Dinge vielleicht zu kümmern, vielleicht ein bisschen mehr zu lesen, sich da irgendwie was anzueignen, was man halt für die Zeit danach wieder brauchen kann. Aber also ich kenne jetzt auch keinen persönlich, der wirklich sagt, okay, es geht jetzt echt nicht mehr lange so, sondern es muss weitergehen. Aber ich lese das nur momentan so. Also zum Beispiel jetzt auch die Kollegen, die bei Bundesliga spielen, halt auch vor Ort sind und ja, Kameraleute oder die auf dem Ü-Wagen sind und so weiter. Und ich kann die Sorgen, die die haben, also erstens natürlich, sie hatten jetzt 2 Monate keinen Job und jetzt werden sie aber in die Situation gebracht, ohne sich es aussuchen zu können, kann die Sorgen schon absolut verstehen. Und ich verstehe auch nicht, warum bei diesem glänzenden DFL-Konzept diejenigen, die erstens das Ganze leiten, nämlich die Schiedsrichter, und zweitens die das Ganze dann eben auch so aufbereiten, dass es an die Leute kommt, nämlich die Menschen, die fürs Fernsehen oder fürs Radio arbeiten, dass die da so ausgeklammert worden sind, verstehe ich überhaupt nicht. Naja gut, ich kann es mir nur so erklären, dass der Deutsche Fußballbund eben für die Schiedsrichter zuständig ist und nicht die DFL. Und bei den Fernsehgeschichten sind es halt auch nochmal private Unternehmen. Aber klar, müsste da die DFL schon das mit im Auge haben, dass wenn sie die Gelder von Sky und DAZN und den Öffentlich-Rechtlichen wollen, dass sie dann auch schon ein bisschen dafür Sorge tragen, dass das auch eben transportiert werden kann und dass die Umstände geschaffen werden. Absolut. Und jetzt aktuell ist es wirklich so, wenn du keinen hast, der darüber berichtet, dann kriegt es keiner mit. Also sonst kannst du sagen, okay, dann muss man halt ins Stadion kommen. Ja? Und also 75.000 haben es gesehen oder 80.000. Das ist vielleicht dann ein exklusiver Kreis. Aber jetzt ist es ja wirklich so, es ist keiner im Stadion, kein Zuschauer. Und das, die einzige Quelle ist halt dann das Fernsehen oder das Radio oder dann die Zeitung oder das Online-Medium und die Leute, die da arbeiten. Ja, ohne die funktioniert es momentan nicht.
funktioniert sonst ja auch so groß nicht. Ja, also das ist einmal das so, also es wird viel über die Bundesliga-Vereine und diese Unternehmen gesprochen und die wird schon innerhalb von kürzester Zeit in Geldsorgen kommen, aber da hängt ja so viel dran. Also natürlich erstmal die Fans, die das ja das Ganze schon jahrelang finanziert haben und eben auch die Leute, die dafür gesorgt haben, dass das Ganze dann aufbereitet wird und dass diese Blase überhaupt so groß geworden ist, wie sie ist. Lass uns genau mal über diesen Restart sprechen. Und zwar kann ich mir vorstellen, dass es für dich aus beruflicher Perspektive, aber auch aus persönlicher Perspektive zwei unterschiedliche Sichtweisen gibt auf diesen Restart. Wie sieht es mit der persönlichen aus? Also was ich so bei Social Media schon so ansatzweise gelesen habe, ist, dass du das durchaus sehr kritisierst, dass der Fußball jetzt wieder losgeht. Ja, ich denke halt einfach, dass der Fußball da, und da spreche ich jetzt nicht über die Sportart Fußball, sondern eben dieses wirtschaftliche Gebilde vor allem, dass der halt schon einfach eine Sonderrolle hat. Und ich kann die Leute verstehen, die da nicht mitkommen. Ja, die sagen, warum darf jetzt wieder Fußball gespielt werden? Also ich unterhalte mich natürlich mit Freunden und auch mit Kollegen, die Fußball mögen. Und auch da gibt es kritische Stimmen. Aber wenn du mit Leuten sprichst, die mit Fußball nichts am Hut haben, die denken ja, ist das völlig wahnsinnig. Ja, also die dürfen jetzt da wieder kicken. Und es gibt täglich Tests oder wöchentlich mehrere Tests und das Land geht halb unter, ne, sonst und was ich, Leute kommen im Gesundheitssystem voll an ihre Grenzen und da wird halt drüber gesprochen, okay, wie können wir jetzt wieder Geld einnehmen und wieder Geld scheffeln und was mich ja am meisten stört, wie können wir dann so schnell wieder zur Normalität zurückzukommen, weil ich glaube nicht daran, dass sich der Fußball ändern wird und das ist jetzt eine Delle, wo man halt dann durch muss und wo es gute Chancen gibt, dass der Fußball durchkommt und es wird danach, das ist meine Befürchtung, aber auch meine realistische Prognose, aus meiner Sicht realistische Prognose, es wird danach so weitergehen, wie es vorher gelaufen ist. Und das kann halt, finde ich, nicht sein. Wenn du jetzt als Fußballverein selber merkst, okay, wir haben falsch gewirtschaftet, wir halten kein Vierteljahr durch ohne die Einnahmen, da muss doch die Konsequenz sein, okay, wir dürfen halt, wenn es wieder weitergeht, nicht so viel ausgeben, wie wir einnehmen oder sogar noch mehr ausgeben, als wir einnehmen. Und diese Erkenntnis wird, glaube ich, nicht kommen. Ich glaube, da muss man immer zwischen zwei Zeitsträngen unterscheiden. Also der eine Zeitstrang ist, das Kind ist in den Brunnen gefallen und der andere Zeitstrang ist, wie passiert es, dass das Kind nicht mehr in den Brunnen fällt. Aber wir diskutieren, habe ich so den Eindruck, ein bisschen im Moment viel auch darüber, während das Kind gerade ertrinkt, dem Kind beim Ertrinken zu erzählen, wie es in Zukunft nicht mehr in den Brunnen fällt. Also ich glaube tatsächlich, dass es schon wichtig ist, dass der Fußball an der Stelle wieder losgeht, weil eben auch viele Clubs vom Bankrott stehen und das ist auch in anderen Sportarten so, aber klar, die haben vielleicht nicht die Lobby, die haben vielleicht nicht die finanziellen Mittel, um so ein Konzept zu erstellen, aber nichtsdestotrotz findest du nicht, dass Vereine an der Stelle jetzt erstmal tatsächlich gerettet werden müssen, bevor, sagen wir mal, das schlimmste Beispiel, was man so hört, Schalke 04 kaputt geht? Also wenn man ganz, ganz hart ist und momentan haben ja auch viele eine wichtige Stimme, die das so hart argumentieren, ist halt dann so ein Fußballverein einfach ein Unternehmen und es erwischt momentan auch viele Unternehmen, die schlecht gewirtschaftet haben, die halt vielleicht nicht so bekannt sind wie Schalke 04 und ganz hart formuliert, ist es halt dann einfach schlechtes unternehmerisches Handeln in den letzten Jahren gewesen, das jetzt eben durch diese Krise bestraft wird. So hart bin ich halt normalerweise überhaupt nicht. Also ich finde schon, dass man sozial sein sollte, aber wenn du jetzt gerade, wenn wir bei dem Bild sind, mit dem Kind, das in den Brunnen gefallen ist, ich habe halt momentan den Eindruck, klar sollst du ein Kind, das in den Brunnen gefallen ist, musst du natürlich erstmal, musst ihm raushelfen. Normalerweise ist das Kind aber so schlau, dann zu merken, okay, es klettert dann aber nicht mehr am Brunnenrand, weil das war jetzt wirklich kurz vor knapp. Aber es wird dann trotzdem so sein, wenn das Kind wieder reinfällt, natürlich hilfst du dem Kind dann wieder raus. Ich glaube aber, dass die Fußballvereine, ich will jetzt nicht nur bei den Fußballvereinen sein, wir haben das doch bei anderen Krisen in den letzten Jahren auch schon gesehen. Es gibt die Hilfe und die Hilfe ist mit keinen Bedingungen verknüpft und dann ist die Erkenntnis eigentlich okay, beim nächsten Mal gibt es dann wahrscheinlich wieder die Hilfe, ohne dass sie mit Bedingungen verknüpft ist. Also man könnte doch jetzt, ich weiß nicht, wie groß dann, ob das möglich wäre, wie groß da der staatliche Eingriff wäre, aber würdest du nicht sagen, dass man das Ganze auch an Bedingungen knüpfen
könnte. Die Bundesliga darf wieder starten. Wenn ihr aber dann mal in nächster Zeit das in den Griff bekommt, dass ihr halt vielleicht die Gehälter deckelt, weil wir, also es ist doch einfach, wenn jemand, der sich auch nicht viel mit Fußball beschäftigt, wenn der jetzt sieht, Manuel Neuer, ja, ist geleakt worden, verhandelt jetzt drüber, ob es jetzt 20 Millionen Euro oder 25 Millionen Euro gibt, ist jetzt auch wieder blöd, dass ich jetzt genau einen Namen Manuel Neuer nenne, denn es gibt x Fußballer, bei denen das so ist, aber ist halt jetzt nur mal bekannt geworden und postet Fotos, wie er sich halt von seinem Torwarttraining macht, mit dem Fußballtor im Garten vor seiner Villa über dem Tegernsee. Und der ist aber Teil einer Branche, die jammert. Und das kannst du doch der Gesellschaft nicht beibringen. Das kannst du doch jemandem nicht beibringen, der, ja, natürlich sind wir jetzt beim anderen Punkt, aber das ist das Bild, das aktuell entsteht. Und das ist das Gefährliche, dass du, dass, es gibt Leute, die müssen sich über Wasser halten mit vielleicht sogar zwei Jobs, gleichzeitig schauen, dass sie die Kinder mit Homeschooling versorgen und kriegen Probleme von ihrem Arbeitgeber, wenn sie vielleicht mal um einen Tag oder eine Woche Urlaub fragen, weil sie sonst das Ganze nicht gebacken bekommen. Und im Gesundheitssystem fehlen die Tests. Und ich weiß es aus meinem persönlichen Umfeld, rede mich jetzt ein bisschen in Rage, es ist einfach so aus meinem persönlichen Umfeld, dass es halt einfach lange dauert, bis man einen Test bekommt und bis Klarheit herrscht, hat jetzt jemand Corona oder hat jetzt jemand dieses Virus oder hat es nicht? Und kann der dann wieder raus oder kann er in die Arbeit gehen oder muss jetzt erstmal in Quarantäne gehen? Oder was ist mit den Leuten, die er gesehen hat? Was ist mit den älteren Leuten, die er vielleicht dann doch gesehen hat, weil er die pflegen muss? Und gleichzeitig gibt es ein Video von Salomon Kalou, wo er dich kaputt lacht, weil jetzt da wieder der x-te Test in dieser Woche gemacht wird und die fallen bloß so vom Himmel, diese Tests. Aber trotzdem fordern halt die Vereine, die dieses Geld ganz offensichtlich haben, halt weiter Unterstützung und fordern, dass sie wieder spielen dürfen, dass sie dieses Geld weiter annehmen. Und das ist einfach so, das passt alles nicht zusammen. Ja, also wie gesagt, die Bilder mit Manuel Neuer im Garten, die habe ich auch gesehen. Klar, das sind schon starke Bilder. Ich bin auch mal an dieser Villa vorbeigefahren. Ein Freund von mir wollte unbedingt, dass ich, wenn wir schon am Tegernsee sind, dass ich mir das Haus von Manuel Neuer angucke. Also gut, sind wir da hoch. Und das ist schon sehr herrschaftlich. Freund von mir ist Schreiner, hat eine Schreinerei. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber die haben dann scheinbar in der Nachbarschaft einen Auftrag gehabt. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber die haben immer das Auto so geparkt, dass der Neuer nicht durchkommt, weil die ihn mal persönlich sehen wollten. Aber er ist leider nie gekommen. Ach. es ist ein anderes starkes Bild, auf jeden Fall, was sich jetzt gerade in meinem Kopf entfaltet. Aber nochmal, also lass uns mal nicht bei diesen Bildern bleiben, die natürlich auch stark die Meinung beeinflussen. Du hast ja gefragt, was kann man machen, dass die Vereine gerettet werden auf der einen Seite, aber dann später, dass man das an Bedingungen knüpft. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man sagt, keine Ahnung, so und so viel Prozent von einem zukünftigen Einnahmen gehen in einen Fonds, der zum Beispiel, keine Ahnung, den Frauenfußball unterstützt oder den Jugendfußball unterstützt, dass man das tatsächlich an derartige Bedingungen knüpft, sofern man das auch juristisch dann auch so durchsetzen kann. Das ist ja auch immer noch mal eine andere Frage. Aber ich denke schon, ich verstehe es zum Beispiel nicht, wenn Schalke-Fans sagen, ich möchte nicht, dass mein Verein spielt. Und dann heißt das, okay, wenn dein Verein nicht spielt, existiert er nächste Woche nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass ein Verein schlecht gewirtschaftet hat oder andere Vereine haben gut gewirtschaftet, da sind wir schnell auch bei Watzke, der da auch hart unterscheidet zwischen einem Verein, der keinen Polster sich anlegt, warum sollen wir denen denn helfen? Als jemand von einem Verein, der sehr viel Hilfe erfahren hat in der Vergangenheit. Ich verstehe nur diesen Konflikt nicht. Ich habe ganz offen letztens bei Twitter geschrieben, ich verstehe jeden, der sagt, das ist absoluter Wahnsinn, dass es da Privilegien gibt. Auf der anderen Seite verstehe ich auch alle Leute, die sagen, naja, aber mein Verein soll nicht sterben. Ja, absolut, aber also hast du schon jemals so einen Vorschlag jetzt gehört, dass man, also es gäbe ja auch einfach, mach so einen Fonds, mach einen Krisenfonds. Sag, okay, du kriegst 20 Millionen, aber so ein großer Prozentsatz fließt in diesen Fonds und der ist einfach auch nicht angreifbar. Der muss da sein, damit wir uns, wenn sowas wieder passieren sollte, und es kann in 10 Jahren sein, es kann in 2 Jahren sein, es kann in 50 Jahren sein, damit wir uns da über Wasser halten können. Und dann kriegst du halt weniger Gehalt und zahlst das in den Fonds ein und du kriegst es vielleicht anteilig wieder ausgezahlt oder sonst was. Also es gibt doch Möglichkeiten zu sagen, okay, wir brauchen das jetzt, aber das ist
hast du, also, oder hab, vielleicht habe ich es halt mitbekommen, aber gibt es diese Überlegungen? Nee, es gibt jetzt momentan die Überlegungen, wie wird die Saison zu Ende gespielt und wie kriegen wir den letzten Batzen Fernsehgeld? Und wenn der dann da ist und dann vielleicht wir in ein paar Monaten die Geschichte in den Griff bekommen haben und es tatsächlich wieder normal weiterlaufen kann mit Profisport, dann läuft es normal weiter und es ist im Endeffekt nichts passiert. Und das ist das, was ich kritisiere, dass dieses, was du vorgeschlagen hast oder was du angedacht hast, okay, wir brauchen diesen Fonds oder wir brauchen Rücklagen für mögliche weitere Krisen. Das Geld wird in dieser Branche weiterhin da sein. Das ist ja überhaupt keine Frage. Diese Blase wird so schnell einfach nicht platzen. Mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass es immer weitergeht, ne, beim Fußball. Aber wir brauchen doch dann trotzdem irgendwelche Lösungen für zukünftige Krisen. Wenn ich jetzt, okay, wir helfen euch jetzt in dieser Krise aus dieser Krise raus, beziehungsweise wir schaffen die Rahmenbedingungen, dass ihr selber aus dieser Krise rauskommt, dann muss ich doch trotzdem gleichzeitig sagen, okay, ihr müsst auch lernen für das nächste Mal. Ihr dürft das nächste Mal nicht, wenn wir wieder zu diesem Bild zurückkommen, in den Brunnen fallen. Lass uns mal an der Stelle, weil die Uhrzeit tickt ja auch ein bisschen, du hast ja auch nicht so viel Zeit mehr, nochmal zum Eishockey kommen. Lass uns mal die Brücke bauen. Kann der Fußball vom Eishockey an der Stelle was lernen? Also kann der europäische Profifußball was zum Beispiel vom amerikanischen Sport sich abgucken? Also mit Salary Caps, mit Obergrenzen, wie viel ein Verein ausgeben darf, Untergrenzen. Kannst du dir das vorstellen? Ja, man kann da schon lernen, aber ich glaube, man will da gar nicht groß lernen, denn wenn ein Spieler einen Vertrag unterschreibt, ist ja, müssen wir jetzt allerspätestens seit Football Leagues hängen, so und so viele Leute dran und Werbepartner und keine Ahnung, die da mitverdienen, ja, Berater, vielleicht auch Firmen, die vielleicht Anteile da gesichert haben an diesem Vertrag und so weiter. Glaube ich, dass dieses Bestreben ist doch überhaupt nicht da, aus der Branche das Ganze zu deckeln. Das ist doch ein stark kapitalistisches System und es geht immer darum, noch mehr rauszuholen. Also klar könnte man lernen und ich finde so Sachen wie Salary Cap natürlich sinnvoll und zu sagen, okay, dieses Salary Cap wächst an, aber es wächst halt auch nur deswegen an, weil halt diese Sportart oder ein Team halt jetzt einfach mehr Einnahmen generiert hat. Also es muss halt eben auch erstmal nach oben verschoben werden durch eigene Leistung des Salary Cap. Ich finde das Salary Cap gut. Ich kann es mir im europäischen Sport, im deutschen Sport nicht vorstellen. Erstens, weil ich die Bereitschaft nicht sehe, es einzuführen. Und zweitens, weil es auch schwierig wäre, weil man es ja auch europaweit machen müsste. Ne? Also du hast einfach der große Unterschied zum Eishockey jetzt zum Beispiel ist, also klar, Stanley Cup, NHL ist der wichtigste Eishockey-Wettbewerb der Welt. Was ist der wichtigste Fußballwettbewerb der Welt für Vereinsmannschaften? Würde ich sagen Champions League. Ja? Und da spielen halt mehrere Länder mit und Teams aus verschiedenen Ländern, die sich halt dann alle an diese Regeln halten müssen, weil du halt sonst wieder Wettbewerbsverzerrung hast. Insofern habe ich da halt wenig Hoffnung, dass das passieren kann. Und wenn man halt sowas wie Financial Fair Play sich anschaut, wird er auch immer wieder unterwandert. Also sobald es sowas gibt, werden irgendwelche Schlupflöcher gesucht, wo trotzdem halt noch Geld rausgequetscht werden kann oder wo es dann umgangen werden kann oder halt irgendwie anders genannt werden kann. Insofern ist es einfach dieses Diskutieren um Salary Cap im europäischen Fußball, finde ich, müßig, weil das wird nicht passieren. Dann lass uns doch noch mal ein bisschen in die Vergangenheit gucken. Und zwar, dich hat ja dein Kommentieren auch bekannt gemacht, das ist auch dein erster Eintrag bei Twitter, wo du das Tor von Yannick Seidenberg bei Olympia 2018 in Südkorea kommentiert hast, das Tor in der Overtime für Deutschland, womit man dann das war dann der Weg ins Finale, wenn ich mich jetzt recht entsinne, oder? Das Spiel gegen Schweiz war dieses Playoff-Spiel, also dieses halbe Achtelfinale, also mit dem Tor von Seidenberg hat sich Deutschland dann fürs Viertelfinale qualifiziert, da war es ja wieder so ein Drama gegen Schweden, da hat dann Reimer das entscheidende Tor geschossen und das Halbfinale gegen Kanada war ja dann, ich glaube, dass der Deutschland sogar schon 5-1 geführt hat, Kanada nochmal 5-3 rangekommen ist, aber das war eher, also es war nicht, das ist nicht mit dem letzten Tor entschieden worden, also es war nicht ganz so spannend, aber das von Seidenberg war gegen die Schweiz. Ja, und dieses Turnier ist ja natürlich jetzt ist schon wieder 2 Jahre her, wie die Zeit gerast ist, aber das ist, glaube ich, für einige Leute aus der Eishockey-Szene doch eine Initialzündung gewesen, noch mal ein bisschen mehr was fürs Eishockey zu machen. Greg Goldmann hat ein Buch geschrieben, Sebastian Böhm hat auch deswegen mit ein Buch geschrieben und du warst ja doch als Kommentator an diesem Turnier mit beteiligt. Wie sind so deine Erinnerungen an dieses magische Turnier?
Also erstmal war es super cool, ein komplettes Turnier zu kommentieren, auch mit der Häufigkeit von Einsätzen. Das hatte ich vorher noch gar nicht. Und dann halt auch wirklich Mannschaften öfter zu kommentieren, auch zu verfolgen, wie sie es vielleicht sich verbessern, verschlechtern, wie sie ihre Spielweise vielleicht ändern. Und es war natürlich auch deswegen ja eine Herausforderung, weil es einfach mit Zeitverschiebung war. Und ich habe das ja aus Deutschland kommentiert, aus einer kleinen Kabine. Also ich habe dann immer so, ja, mitten in der Nacht halt das kommentiert. Und das war halt irgendwie auch für den Biorhythmus ja extrem spannend, da irgendwie halt dann irgendwie ein Spiel um 4 in der Früh und dann nochmal eins um 8 oder 9 zu kommentieren, ein paar Stunden zu schlafen und dann in der nächsten Nacht ging es dann halt schon weiter. Und was die deutsche Mannschaft anbelangt, fand ich das schon... ja, schon beachtlich, was sie da geleistet hat. Klar, es war nicht gegen die allerbesten der Welt. Also die NHL war ja nicht mit dabei, aber es war trotzdem halt, ja, man hat sich gegen die Schweiz durchgesetzt in diesem Playoff-Spiel. Man sagen kann, okay, das ist so eine Mannschaft auf Augenhöhe ungefähr. Und dann, was danach kam, halt Schweden und Kanada sind normalerweise auch ohne NHL-Spieler halt stärker als Deutschland. Aber ja, man hat sich da so einen Flow gespielt. Man hatte halt auch ein ganz klares Konzept. Man hat, die Mannschaft hat dem Trainer Marco Sturm einfach auch vertraut und hat dieses Konzept umgesetzt. Und es hat sich da so ein ganz eigener Drive entwickelt. Und deswegen war das schon richtig cool. Und es ist natürlich dann auch noch was anderes, am Sonntag früh um 5 ein Spiel Deutschland mit der Option auf die Olympia-Goldmedaille gegen Russland zu kommentieren, als halt da meinetwegen dann Kanada gegen Russland. Auch cool, ja? Aber mit deutscher Beteiligung natürlich dann auch nochmal emotional ganz was anderes. Jetzt nach 2 Jahren, spürst du noch eine Aufbruchsstimmung, die damals entstanden ist? Also jetzt, wie gesagt, ich nannte ja schon Rick und Sebastian, spürst du immer noch sowas? Also man merkt schon, jetzt im Eishockey, glaube ich, ist Deutschland auf der Landkarte sicherlich sichtbarer geworden, auch für die NHL. Es gab ja dann schon auch Spieler, die rübergeholt wurden, obwohl sie nicht gedraftet worden sind. Also Jassen Ehles hat es probiert, Dominik Kaun hat es geschafft, spielt jetzt in der NHL. Seider ist hoch gedraftet worden, an Nummer 6. Stützle wird sehr wahrscheinlich auch hoch gedraftet werden, noch höher, vielleicht sogar in 2 oder 3. Also ich glaube, mit diesem Erfolg, auch wenn es ja losgelöst eigentlich von den jetzigen jungen Spielern ist, aber mit diesem Erfolg hat sich der Blick von Nordamerika aus noch ein bisschen mehr nach Deutschland gewandt und das deutsche Eishockey ist irgendwie interessanter geworden, auch vielleicht für die Scouts. Aber andererseits ist Eishockey, denke ich, jetzt nicht weniger Randsport als vor 2 Jahren, muss halt auch einfach hinter dem Fußball kämpfen um Öffentlichkeit, um sicherlich auch Sponsoren, Deals, um TV-Präsenz und so weiter. Also Aufbruchstimmung. Also ich habe auch damit, das war einfach ein Erfolg, das war eine Silbermedaille, das war ein tolles Turnier. Es war klar, jetzt wird da 2, 3 Wochen drüber gesprochen und dann ist im Sport auch wieder was anderes dran. Ja, dann geht es wieder um Fußball. Und so eine Aufbruchstimmung in dem Sinne habe ich eigentlich von Anfang an überhaupt gar nicht so groß gespürt. Ne? Es ist halt bloß, du kannst halt jetzt sagen, okay, Eishockey, vielleicht interessieren sich mehr Leute für Eishockey, vielleicht haben sich Leute angefangen zu interessieren für Eishockey, weil eben diese Mannschaft so gut gespielt hat, die Silbermedaille gewonnen hat. Und du kannst immer sagen, ja, hey, 2018 Silber, einer der größten Erfolge oder der größte Erfolg im deutschen Eishockey. Und der ist gar nicht so lange her. Vorher hast du dann immer von 76 gesprochen, ja, die Bronzemedaille da bei den Olympischen Spielen. Und jetzt ist es halt 2018, also wirklich ganz, ja, ganz kurz erst her. Und so kann man sich vielleicht dann, wenn man halt ja die Faszination von Eishockey, die Bedeutung von Eishockey auch irgendwie vielleicht dann jemand anderem erklären will, an was festhalten, was noch gar nicht so lange vergangen ist. Ich habe ja schon Sebastian Böhm genannt, du hast vorhin schon Bernd Schwickerath genannt und vor allem durch dich, aber eben auch ihr drei zusammen und ich glaube Tom Kanzok von den Hauptstadt-Eishockey-Jungs, machst du jetzt ein bisschen Hockey. Bisschen Hockey ist ein neues Eishockey-Projekt, was du als Podcast machst, was du als Blog machst, wo du twitterst, wo du quasi im Prinzip alle Multimedia-Kanäle sozusagen bespielst, als auch benutzt, um über Eishockey Informationen rauszuhauen. Was genau ist Bissl Hockey? Probier es mal in 3, 4 Wörtern zu beschreiben. Ich glaube, also Bissl Hockey, der Hashtag bei Twitter ist, glaube ich, tatsächlich bei diesem olympischen Turnier dann so richtig entstanden, so ein bisschen ja ironisch auch, weil ich dann täglich eigentlich ja wieder Bissl Hockey und nochmal Bissl Hockey und nochmal Bissl Hockey mehr. Hab das dann immer ja, als Hashtag verwendet, wenn ich halt über Eishockey geschrieben habe. Und ja, ich
habe das halt jetzt so ein bisschen ausgebaut und ja, versuche mich da so ein bisschen mit Analysen im Blog und will halt auch einfach regelmäßig über Eishockey reden und podcasten und das aber halt auch so ein bisschen als, ja, als berufliches Standbein etablieren. Das ist jetzt eben bisschen Hockey.de, der Blog, den du schon genannt hast, und eben der Podcast, wo ich halt ja eben diesen Roundtable mache, einmal in der Woche mit Sebastian Böhmer, mit Bernd Schwickerath, wo ich mit Tom Kanzuk die Hockey Buddies mache, die vielleicht manche schon kennen, die wir vorher auch schon gemacht haben, und ja, wo ich halt vielleicht auch die Möglichkeit habe, mal schnell auf irgendwas zu reagieren, was jetzt im Eishockey passiert ist, da meine Meinung dazu zu sagen und halt Interviews zu führen und so weiter. Ja, das ist ein bisschen Hockey. Und was ist die Zielgruppe? Alle, die sich für geilen Sport interessieren. Naja, also, einerseits denke ich schon Leute, die sich eben schon auskennen im Eishockey und diesen Sport schon verfolgen und schon genauso lieben wie ich. Die bekommen da eben regelmäßig Informationen, aber eben sicherlich auch ja, ein bisschen Emotionen und halt kriegen dann auch mit, wie sehr ich diesen Sport mag oder wie sehr wir, die wir da zusammenarbeiten, diesen Sport mögen. Andererseits will ich da schon auch versuchen, Leute zu begeistern, die sich eben gerade anfangen für Eishockey zu interessieren oder die gerade nach einer Sportart schauen, die vielleicht ja, geeignet wäre für sie. Zum Beispiel mache ich dieses Eishockey-ABC, da versuche ich so ein paar Begriffe einfach zu erklären und einerseits dann auch, wie wir vorher schon gesprochen haben, die abzuholen, die vielleicht gerade anfangen, sich für Eishockey zu interessieren, aber auch denen was zu bieten, die sich schon länger mit Eishockey beschäftigen. Genau, und wenn man halt diese Rückblicke hat, also ich habe jetzt mit Günther Klein ja schon über die allererste DEL-Saison 94-95 gesprochen, mit Tom über die Stanley Cup Playoffs 1991, den Sieg von Mary Lemieux und den Pittsburgh Penguins. Das sind, denke ich, auch Sachen, die ja die Leute interessieren, die vielleicht sich bis jetzt noch nicht so mit Eishockey auseinandergesetzt haben. Und ich persönlich lerne da auch Sachen. Also wenn ich mir diese, gerade so DEL-Anfangszeiten, da kenne ich mich gar nicht so gut aus, da muss ich mich erst mal ein bisschen einlesen, Videos schauen. Und ich finde das halt auch unglaublich interessant, in die Geschichte halt dieses Sports nochmal einzutauchen und Sachen zu erfahren, die mir vorher gar nicht so bewusst waren. Gut, dann sag nochmal ganz kurz für alle, die wissen wollen, wo sie dich finden können. Wo im Internet findet man dich? Also grundsätzlich auf Twitter vor allem @fetzi6 ist da mein Handle. Also das ist normalerweise auch die Plattform, wo ich am meisten mache. Ich bin auch bei Instagram, aber habe ich mit diesen Fotos veröffentlichen und immer gut Ausschauen dabei, schaffe ich irgendwie nicht so. Deswegen ist das nicht so meine Plattform. Aber genau, und Bissl Hockey findet man auch @Bissl Hockey auf Twitter und auf Instagram. Aber nochmal, Twitter ist da eher so meine Plattform. Oder Facebook bin ich auch zu finden, aber mache da auch relativ wenig. Und genau, kommentiere für Amazon, die Fußball-Bundesliga, für DAZN, die NHL und für Magenta Sports, die DEL. Und dazu mache ich auch noch Frauenbundesliga dort und ja, teilweise auch bei Sport 1 Fußball und Eishockey. Und jetzt noch unseres Plattsport bei alles, Twitter, Facebook, Instagram, alles, einfach nur Plattsport eingeben und meine Wenigkeit ist Real Martin Tetze bei Twitter und Mensch, Christoph, tausend Dank für deine Zeit und jetzt haben wir ein bisschen überzogen, du musst jetzt schnell los. Danke dir für deine Zeit und es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall dir zuzuhören und wir müssen das mal fortsetzen mit ein bisschen mehr Zeit. Auf jeden Fall. Sehr gerne. Danke für die Einladung und ja, schöne Zeit. Gesund bleiben. Alles klar. Dann kommt jetzt die Abspannmelodie und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einem tollen Gesprächspartner. Also bis dann. Ciao. Plattsport. Der Sportpodcast.